Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin, und ich begrüße euch zu einem neuen Odin war einkaufen. Ja, nicht wundern, wie gesagt, es sieht jetzt anders aus, weil der Tisch steht jetzt woanders und auch auf einer anderen Seite und nicht auf der gleichen Seite, aber halt anders. So, der Kater ist auch schon hier, ich mache euch mal ein bisschen rüber. Ich habe jetzt auch nur Licht durch meine LED-Lampe hier. Weil die Softbox, die ist noch verpackt, da komme ich noch nicht ran. Och, nicht schon wieder Plaster anknabbern. Och Mensch, du bist doch doof, ey. Muss man so aufpassen bei dem. So. Ich fange erstmal damit an. Das ist ein Einhornkostüm, was zu spät gekommen ist. Und ja, jetzt braucht die Große das nicht mehr so dringend. So. Und ich muss euch dafür so machen. So. Das ist nur so ein ganz Körperteil hier. Einhorn mit Flügelchen in der Größe 100 noch was oder so. 158, 167. Bis Halloween ist noch Zeit. Jetzt brauchst du es nicht mehr, weil ich hatte es bestellt. Also nicht das, eigentlich ein anderes. Das sollte kommen rechtzeitig vor Fasching. Also bevor sie eine Schule Fasching feiern. Dann kam eine E-Mail, ja, das hat sich verändert, das kommt halt nicht. Das kommt erst nächsten Monat. Dann habe ich notgedrungen noch ein neues Kostüm gesucht, ein Einhorn, weil sie das ja wollte. Und habe noch einen Händler gefunden bei Amazon. Und laut den, wenn man darauf geht, ja, steht ja immer da, bestell jetzt innerhalb von so und so vier Stunden und das ist morgen garantiert da. Ja, mit der Zeit stand nicht da, aber garantiert morgen da. Ja, war nicht morgen da, war einen Tag später da. Dadurch hat sich das erledigt. Da habe ich mit der Großen jetzt schon gequatscht. Also hier 158, 167, wir werden das zurückschicken. Und eine Nummer größer ordern. So. Wartet mal, ich mache mal hier ein bisschen Platz. So, dann hat sich das erledigt. Dann kam noch was. So. Und zwar habe ich dann, wo ich das bestellt habe, noch was gesehen. Und da stand halt Rabatt und was weiß ich. Und da habe ich halt weniger als die Hälfte bezahlt von dem, was das eigentlich kosten sollte. Warte mal, ich muss mal durchrechnen. Ein Drittel habe ich bezahlt. War halt so ein Rabatt für die Kleine. Habe ich ein Häschenkostüm bestellt. Das ist die Kapuze. Das behalten war. Kann sie auch als Schlafanzug nutzen. Muss halt, wie gesagt, erstmal in der Wäsche, ist klar. So. So, dann haben wir das. Dann auch eine Bestellung, die endlich da ist, wo ich jetzt schon seit Dezember drauf warte, und zwar mein Amazon Echo, sieht man den? Da. Mit Uhr fürs Schlafzimmer. Mein neuer Wecker und ja. Weil ich ja im Schlafzimmer Fire TV Cube in Englisch habe. Also das US-Modell. Und dann werde ich dann einfach verknüpfen und dann werde ich den Ding da Computer nennen. Und dann kann ich hier Alexa nennen oder Echo und dann. Ja. Kann ich damit den Fire TV Cube auch steuern. Dann kann ich sagen, hier such mir dies, such mir jenes und dann bin ich von der englischen Software nicht abhängig. So, aber vielleicht machen wir das auch demnächst mal ganz anders. So, dann habe ich hier drei Ports USB 3.0. Drei Port USB 3.0 in Desk. Ja, also es sind eigentlich nur zwei und zwei USB 3.0, ein USB 3.0 Typ C, also steht dreimal USB 3.0, aber zwei normale und einmal USB-C. Eine SD
und einmal Micro-SD-Karte kann man ranmachen, einmal Audio Input Output. Ja, also ich wollte eigentlich erst von CSL holen, aber die von Icebox hatte bei Amazon eine bessere Bewertung, deswegen habe ich mir das von Icebox geholt. Das soll in meine Arbeitsplatte reinkommen, wo ich mir den Tisch bauen werde. Irgendwann nächste Woche. Hoffe ich. Irgendwann nächste Woche wird es kommen. Dann. Achso, nee, das hatte ich ja schon gezeigt. Das ist mein. Für das Verkabeln schon geholt. Meine Funksteckdosen. Ich habe auch von noch andere, von Meros gekriegt. Und hier habe ich mir halt aufgeschrieben, welche Kabel. Also so sieht das aus, wenn man mal schnell was notiert. Habe ich mir notiert, welche Kabellängen ich brauche. Von den einzelnen Sachen. So, achso, dann habe ich hier noch zweimal davon. Wartet mal, ich mache lieber den Karton. Der flutscht mir nicht so schnell aus der Hand. Da habe ich aber bei Lidl gekauft, zwei Türstopper, weil mein Türstopper-Mops bald kaputt geht. Und ich brauche noch einen für hier dann und einen für die Küche. Deswegen habe ich mir zwei hier geholt. So, dann müssen wir hier nochmal schnell gucken, ob hier noch was drin ist, was jetzt für das Video ist. Das ist mein Devolo. Nee. Das ist jetzt nicht dafür, das ist alles von Meros. Da wollen wir, wo ich euch im Stream schon erzählt habe, wir wollen hier in dem Raum alles auf Alexa machen oder so gut wie es geht. Auf Alexa trimmen alles. Da sind ein paar Produkte dafür drin, ein paar habe ich ja selber schon und habe ich ja auch selber schon geholt, so wie hier Devolo, Heizungssteuerung und Thermometer und was weiß ich. Und hier nochmal, da kommt noch ein bisschen mehr, das wird dann in der nächsten Zeit sein, aber. Hier ist noch was drin. Und zwar auch dank euch, dank der Donation im Livestream. Habe ich mir so eine PlayStation-Lampe geholt. Die soll dann praktisch hier eigentlich hin, dass man sie im Stream sieht. Muss ich dann noch ein bisschen umräumen. Also später anders, später soll sie denn hier hin halt. Wenn die Regale fertig sind und so was alles. Aber wie gesagt, da muss ich erstmal warten, bis die neue Couch da ist, weil die ist 5 bis 6 cm kürzer als die Couch. Also verlagert sich der Schrank nochmal eine Runde nach da. Und dann kommen hier halt Regale rein. Es sei denn, wir entscheiden uns nochmal, um den Schrank so zu drehen. Dann kommen halt längere Regale drin. Müssen wir mal sehen. Ja, dann würde ich sagen, dann wartet jetzt für heute auch. Odima Shoppen ist zu Ende. Wir haben alle, ich habe euch alle gezeigt. Hoppala. Ich habe auch leider für die Woche jetzt nichts vorbereitet. Was jetzt, ich habe nichts angezockt, gar nichts. Ich will die Woche noch Verkabelvideo machen. Also die Wohnung ist so eigentlich relativ fertig. Ich warte jetzt noch ein bisschen was und dann kommt das Verkabelvideo, das mache ich noch. Also einmal den Bereich und einmal den PC-Bereich. Wenn die Arbeitsplatte kommt, zum Arbeitsplatte mache ich auch nochmal ein separates Video. Ich werde auch wahrscheinlich ein Video machen, wenn vom Tisch und allgemein, wenn die alles fertig ist und ein bisschen besser aussieht. Also erstmal ein Vorab-Video und dann halt, wenn die Couch da ist und die Regale dran sind, mache ich dann später nochmal ein Video. So, das soll es jetzt aber auch dazu gewesen sein, wenn ihr Bock habt. Ich denke mal, heute Abend werde ich wieder streamen. Ich streame momentan viel auf Twitch, eigentlich so gut wie jeden Tag. Außer jetzt, wo der Umbau war. Guckt da einfach mal rein. Ich packe euch den Link in die Videobeschreibung, wenn ihr bei Twitch schon seid, Odin-Ase. Oder eine Kanalinfo findet ihr auch unter Info Odin Twitch. Klickt da drauf, kommt da gleich zum Kanal. So, ich bin dann weg. Wenn es euch gefallen hat, Däumchen wären Träumchen. Wenn ihr noch Fragen habt, in die Kommentare. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ahoi. Sagt euer Odin.